Yo, Kall ist wieder am Start und im Hintergrund sehen wir heute kein Gameplay, sondern es ist ein kleines 100. Video-Spezial und ich finde es eigentlich richtig dumm. Das 100. Video-Special ist ein Special, so, also für das 100. Video ein Special rauszubringen und das ist dann gleichzeitig das Special. Richtig dumm eigentlich. Und ja, ich habe viele Kommentare in letzter Zeit bekommen. So, ja, Passi, du machst momentan viel bessere Gameplays und so. Und nachkommentiert ist sowieso geiler, so mit den Gameplays im Hintergrund, mit deinen Nuklear-Gameplays und so. Und warum bist du auf einmal so gut und vorher machst du live und bist da so schlecht und so. Und viele haben dann auch gesagt, ja, zeig doch dann mal deine Statistiken und so. Und erzähl mal, warum du so gut bist. Vorab muss ich natürlich sagen, ich habe natürlich mit dem Xbox-Spielen erst im November angefangen. Also zu Black Ops 2 Release. Und ja, am Anfang kam ich halt überhaupt nicht mit dem Xbox-Controller klar. Ich weiß nicht, es gibt so ein paar Leute, die kommen damit viel besser klar, also mit dieser Umstellung. Weil ich muss sagen, ich fand am Anfang den PS3-Controller viel, viel, viel besser. Und dann auf einmal so einen komischen Drecks-Controller in der Hand zu haben, dann hatte ich auch eine 14er-Präzision. Richtig dumm. Ich kenne jemanden, der kam damit viel besser zurecht. Der Rocky zum Beispiel, der einzigartige Rocky. Der hat übrigens auch eine Facebook-Seite. Die ist unten in der Videobeschreibung. Und die könnt ihr mal liken. Ich würde mich da freuen, wenn ihr mal 100 Likes schaffen. Wäre richtig nice. Und der Rocky zum Beispiel, der hat morgens seine PS3 verkauft. Und hat abends Xbox bekommen und hat sofort losgezockt. Und hatte, glaube ich, irgendwas mit einer 20er-Präzision. Und dafür, wirklich von einem Tag auf den anderen, mit einem neuen Controller so zu aimen, ist richtig krass, muss ich sagen. Und deswegen ist auch in der Videobeschreibung, auch weil er ein Real-Life-Kollege ist. Also ist schon übelst krass. Wie gesagt, ich kam damit überhaupt nicht zurecht. Ich hatte, glaube ich, wirklich eine 13er-Präzision. Und dann wollte ich einfach mit bis Prestige Master durchzocken. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ja, dann hatte ich eine 1-4er KD. Und ich meine, wenn man so gewisse 1000 von Kills schon hat, dann steigt die KD nicht mehr wirklich. Die ist dann nach 3 Spielen mal 0,1 gestiegen irgendwie. Und ja, dann gab es so gewisse Personen, die dann so meinten, so, yo, du wirst niemals besser sein als ich. Die gewisse Person, die kriegt noch eine Packung von mir. Und das ist auch so ein scheiß Deutscher. Ich hab's schon mal in so einem Video erwähnt, aber das soll's jetzt nicht sein. Und ja, und seitdem ich jetzt auch diese Control-Freaks habe, ich kann ja vielleicht hier nochmal ein Foto einblenden zu den Teilen. Wirklich, die sind so geil, die kosten umgerechnet mit Versand irgendwie 15 Euro. Das ist so eine Erhöhung für den Stick und du kannst viel besser aimen. Ihr werdet gleich sehen, was ich für eine Präzision jetzt habe mit den Waffen. Und man muss schon sagen, also ich finde, KD sagt nicht so viel aus wie Präzision. Weil Präzision sagt einfach mal so viel aus, dass er wirklich so schnell zu dir hin aimt und präzise aimt, dass er dich sofort trifft. Der kann eine 5er KD haben und eine 2er Präzision, sage ich mal. Der aimt dreimal um dich rum und du kriegst ihn noch, sage ich mal. Und der kann auch so viel dashboarden, wie er will. Und also Präzision meiner Meinung nach hat auch viel mehr auszusagen. Und ja, mit den Control Freaks läuft es einfach jetzt viel besser. Dann habe ich mich, wie gesagt, zurücksetzen lassen. Und ja, wir fangen einfach mal an. Ich bin Level 55. Ich glaube, Level 55 habe ich nach 3 bis 4 Stunden Spielzeit erreicht. Man sieht, die 8er Abschusskette habe ich erreicht. Vorgestern genau. Richtig krass. Einfach so. Ich habe gar nicht speziell drauf gezockt. Und nach dem Spiel habe ich es dann irgendwie gemerkt. Meine Nummer 49, so muss es sein auf alle Fälle. Und ja, Liga habe ich wirklich nie gezockt einmal. Und deswegen bin ich da Silber, Division oder so, keine Ahnung. Und ja, fangen wir mal an. Wir sehen 491er KD. Und ich muss ganz ehrlich sagen, zu diesem Video wollte ich eigentlich eine 5er KD haben. Es kommt da viel geiler rüber. Also, boah, 5er KD. Klar ist eine 4er KD, finde ich jetzt schon auch nicht so schlecht. Aber 5er KD wäre halt noch so mehr so der Wow-Effekt. Und da bin ich dann auch bei dem 0-2 rausgegangen, wo wir 6 gegen 6 auf Hijack gespielt haben. Und ja, vielleicht hört ihr es, ich bin ein bisschen krank, habe trotzdem nicht gute Laune. Und ich weiß gar nicht, die Zeit vergeht so schnell. Ich mache vor 8 Tagen mein letztes Video und ich gucke dann mal auf YouTube, so, was, schon 8 Tage her und so. Und ja, Abschüsse 4515 und 87 Siege. Gehen wir mal rauf. 16 Stunden Spielzeit habe ich momentan. Und ja, 648.000 Punkte und 670 Punkte pro Minute ist, denke ich mal, auch nicht so schlecht. Und ich denke mal, von den Hardcore-Rage-Quitter oder Dashboarder würde eine Sieg-Niederlag-Verhältnisse-Quote auch ganz anders aussehen. Also, ich denke mal, wirklich normale Sieg-Niederlag-Verhältnisquote liegt irgendwie bei 0,8 oder so. Also, sehe ich meistens. Ich habe auch schon welche gesehen mit einer 4er-Quote. Aber
Ja, hier als Profilbild habe ich irgendwie einen Multikill mit dem Geschütz. Ich wollte da jetzt nichts anderes hinmachen, keine Ahnung warum. Man sieht, ich war schon mal Prestige Master, habe schon ganz viele Abschüsse mit den Orbital gemacht. Und einen siebenfachen schnellen Abschuss hatte ich auch schon. Kommen wir zur Zusammenfassung. Insgesamt habe ich schon 267 Volltreffer, noch gar nicht so viele, muss ich sagen. 121 unaufhaltsam. Es gibt wirklich Leute, die nicht wissen, was unaufhaltsam sind. Das ist, wenn man Nuklear hat. Nuklear sind ja 30 Kills nur mit der Waffe. Und nach den 30 Kills, also der 31., 32. Kill mit der Waffe, ist dann ein unaufhaltsam Kill. Ein Ultra-Abschuss, wie gesagt, vorgestern erspielt. Meine tödlichste Waffe, die krasse MSMC mit 1885 Abschüssen, und ich werde nochmal zu der MSMC ein Klassen-Setup machen. Wirklich, das ist so eine krasse Klasse und mit der habe ich bis jetzt fast alle Nukleas gemacht. Als zweites kommt dann die AN, die werde ich gleichzeitig auch mit der MSMC auch vorstellen, die Klasse, weil die AN und die MSMC, da kann man einfach nichts sagen, da kann man nichts gegen sagen, das sind wirklich die besten Waffen im Spiel, meiner Meinung nach. Type 25 habe ich am Anfang gespielt, wo ich mich zurücksetzen lassen habe. Und ja, der Blitzschlag auch ganz am Anfang. Jetzt immer only Drohne, Konterdrohne, Orbi, was anderes gibt's gar nicht. Ja, letzte Spiele 1x0 haben wir verloren. 6er Quote, 12er Quote und dann wieder 2x verloren. Und ja, mehr kann man dazu auch nicht sagen. Zum Spielmodus, was ich am meisten spiele, immer Multiteam-Stellung oder Normalstellung 6 gegen 6. Den Rest kann man eigentlich vergessen. Und wirklich, ich werde auch oft gefragt, so ja, wo kann man die krassen Nukleas machen, und die Gameplays wirklich in Stellung oder in Multiteam-Stellung. Das ist richtig geil. Da schnappt ihr euch einfach zwei Leute, sagen wir bei Multiteam-Stellung, zwei Leute, alle Drohne, Konterdrohne, Orbi, und du machst wirklich 90 Kills, 80 Kills nur mit der Waffe. Das ist so heftig. Als zweites Herrschaft, keine Ahnung, eine Zweier Sieg-Niederlag-Verhältnisquote. Ich zock wirklich kaum Herrschaft, erst 20 Siege, ihr seht's. Suche und zerstören, immer schön, um die Gegner zu trollen mit Olle Rocky und ein paar Kollegen. Also das spielen wir immer nur so gelegentlich. Und dann wegen Multiteam auch mal Abschluss bestätigt und Team Deathmatch. Und ja, auch mal Hauptquartier und einmal Sprengkommando irgendwie. Ihr seht's, einen Sieg, also ich bin jetzt nicht der übelste Spawn-Trapper oder so. Kommen wir zu den Medaillen. Habe ich ja schon vorgelesen, 121 unaufhaltsam, dann schon 20 Nukleas. Ich glaube, mein erstes Nuklear war mit Level 14 übrigens, da hatte ich fast einen 100+. Das Gameplay werde ich auch zu Commander Krieger schicken, mal gucken, ob es annehmen wird. Und vielleicht werde ich es auch hier mal gelegentlich hochladen, wenn ich da ein schickes Thema dazu habe. 27 mal eine 25er Serie, das heißt, ich habe 7 mal nach den 25 Kills habe ich verkackt, bin ich richtig eklig gestorben, aber kann man nichts machen. Den Rest seht ihr selbst, das brauche ich nicht kommentieren. 15er Serie, 20er Serie hier. Ein 8er Abschuss, ein 7er Abschuss und ja, den Rest könnt ihr ja sehen. Gehen wir zurück, kommen wir jetzt zur Präzision, zu meinen Lieblingswaffen. Da hätten wir natürlich am Anfang die MSMC mit 114 Volltreffern und eine 23er Präzision. Und ich bin schon ein bisschen stolz drauf, denn irgendwie, man kann die Präzision jetzt nicht, ja, ich will nicht sagen, man kann sie nicht verunreinigen durch Dashboard oder so. Man kann wirklich sagen, es ist eine reine, ja, Quote, weil man, sage ich mal, gut aimt, so. Also, du hast, also es heißt schon, dass man nicht schlecht ist, sozusagen. Eine KD, sage ich mal, meine 491er KD, da könnte man jetzt sagen, so, ja, vielleicht Dashboardest du oder so, da kann man das nicht glauben, aber eine Präzision, das kann man ja so gut wie nicht faken. Es kann natürlich sein, dass du die ganze Zeit in die Luft schießt und danach Dashboardest, aber das wäre ziemlich unrealistisch. Und, ja, eine 3er-Quote mit der MSMC, dann die AN, eine 24er-Quote, und da hätten wir fast eine 6er KD, also eine 5-9er genau, und 600 Abschüsse bis jetzt. Dann die Type, die habe ich am Anfang gezockt, gleich das erste Nuklear mit Level 14, wie gesagt, gerissen, eine 4er KD, 24er Präzision, und die ist echt nicht schlecht, die Type, kann man schon sagen. Und ja, dann die M-Town, ich will euch das eigentlich wirklich gar nicht zeigen, darauf kann man nicht mehr stolz sein, weil ich die Waffen, wie gesagt, 61 Abschüsse, die habe ich mal gelegentlich aufgehoben. Und ja, eine 15er Quote, das hat jetzt nicht viel auszusagen. 27er Präzision, 3er Quote, 5er Quote ist eine Remington, also eine Shotgun, ist normale 60er Präzision. Und ja, B23 eher auch am Anfang gezockt, Tac 45. Und den Rest seht ihr alles selbst. Mit der MP7, ich wollte schon sagen M27, mit der MP7 habe ich mal ein schickes Nuklear gemacht, auch aufgehoben. Also ich glaube 20 Kills mit der gemacht, auch eine 10er Quote deswegen, also KD.
Und ja, der Rest. PDW finde ich übrigens jetzt richtig schlecht, muss ich sagen. Ja, der Rest hier, 9 Abschüsse gelegentlich mal aufgehoben. Hier 8er Präzision, man müsste herumgesprayt. So muss sein auf alle Fälle. 0 Abschüsse. Beste Ausrüstung ist natürlich das C4. Man muss sagen, C4 ist einfach das beste Attachment, was es gibt. Ist einfach random irgendwo hinschmeißt. Man hat Orbi oben, du wirfst das über eine Mauer rüber, machst einen Double Kill. Und alle Gegner sind weg, du brauchst da gar nicht mehr hinrennen. Es ist wirklich eine Erlösung manchmal, dieses C4. Es ist so geil. Du hast auch keine Munition mehr. Zack, C4, bam. Und es ist einfach göttlich, das C4. Man muss schon sagen, es ist richtig krass. Punkteserien, wie gesagt, man merkt schon Drohne, Konterdrohne, Orbi. Und dann am Anfang Blitzschlag und Geschütz. Und ja, die V-Toll auch am Anfang gezockt. Und mehr gibt's dazu gar nichts. Ja, ich hoffe, euch hat dieses ganz kleine, kurze, was heißt kurz, 10 Minuten Video, aber so ein, ja, kleines Video. Ich will nicht so ein großes 100-Special raushauen. Wie gesagt, ein kleines Video. Und ich hoffe, euch hat's gefallen und ich sag's wie immer, moin moin, und ich hoffe, man sieht sich wieder. Das war natürlich ein Spaß, ich sag's wie immer. Like dieses Video, dislike das Video, wenn's euch nicht gefallen hat. Macht's gut, wir sehen uns, haut da rein und ciao.